Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo und heute ist der Rizzo in Friedebach im schönen Erzgebirge. Folge Nummer 6 in Staffel 2 und vielleicht habt ihr ja in der letzten Staffel mal gesehen, da war die Anke zu Besuch und es war glaube ich mit Shelly aus Schwerin. Da haben wir ein Club-Sandwich gebacken und die Anke hat uns das Brot dazu gemacht. Sensationell und jetzt sind wir natürlich hier in Friedebach und wollen ganz einfach heute mit Anke Brot backen und natürlich auch noch was anderes Leckeres kochen dazu. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Also, ihr Lieben, das Feuer, es brennt. Also wir haben natürlich draußen heute auch noch ein kleines Feuerchen gelegt, aber ein kontrolliertes Feuer. Ganz klar, es ist hier alles im Sichtfeld, alles gut. Und jetzt sind wir bei Anke. Genau. Hallo Anke. Hallo Kai. Schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir. Ich freue mich ganz besonders, dass du bei dem miesen Wetter heute den Weg hierher gefunden hast. Zum Glück, es schneit noch nie. Alles gut, schönes Feuerchen draußen. Es wird schön kuschelig. Ich freue mich, was du heute kochst und... Und ich mich, was du bäckst. Oder was wir zusammen backen. Was wir zusammen backen. Ja, gucken wir mal. Ofen ist angeheizt. Also bei Ofen mir ist angeheizt. Du hast auch schon ein bisschen was vorbereitet. Das ist, wir hatten ja gestern nochmal telefoniert. Genau. Da ging es um kurze Abstimmung. Was machen wir überhaupt? Ich meine, wir haben letzte Woche schon telefoniert, aber kurze Abstimmung, was wir machen. Und ja, sag mal, was wir heute für ein leckeres Brot kredenzen werden. Wir machen heute... Kartoffelbrot. Ich habe hier schon was vorbereitet. Also passend zum Herbst gibt es die frischen Kartoffeln, die wir gerade erst eingekellert haben, im Brot heute dazu. Dazu Roggen- und Dinkelmehl und noch eine Geheimzutat, das verrate ich euch gleich. Und natürlich einen schönen Sauerteig. Also gibt reines Sauerteigbrot heute, ein Bauernbrot mit Kartoffeln. Und dieser Geheimzutat, die ich dir dann noch verrate. Du weißt es auch noch nie. Ich habe das nämlich jetzt erst im letzten Augenblick dazu geholt. Ach so, deswegen warst du vor uns noch mal kurz weg. Genau, genau. Aber das sieht nicht so aus, als hättest du das gerade irgendwo erst geerntet, sondern du hast das schon mal... Nee, das habe ich schon vor ein paar Wochen geerntet. Auf meinem Feld hier hinten. Was denkst du, was das ist? Kann man es probieren? Na klar. Ist ein Wundermittel. Für Männer vor allen Dingen. Für Männer? Ja. Robert? Auch für Frauen? Ja, gib mal Robert was ab. Also kannst für du mich dir auch aufs Butterbrot sehr schwierig jetzt hier irgendwas. Es hat irgendwas, was Tee-ähnliches. Mhm. Kannst du auch als Tee trinken? Brennnessel? Nee, in der Form. Genau, bingo. Brennnessel? Brennnessel, aber Brennnesselsamen. Mega, da bin ich immer wirklich gespannt. Da kannst du mit Sicherheit auch was erzählen zu Brennnesseln, definitiv. Und du hast jetzt natürlich hier nicht herkömmliches Mehl genommen, sondern ich habe ja vorhin schon gesehen, wo wir hier durchgegangen sind. Genau. Bei mir wird alles in Bio-Qualität verbacken. Und ich hole mein Mehl aus der Hollemühle Waldkirchen. Okay. Ist ein Stück Richtung Zschopau zu fahren, aber ist eine wunderschöne Ausfahrt jedes Mal für mich. Und ist ein super Mehl. Die Brote werden 1A damit. Und ich mag das regional kaufen und in Bioqualität. Das ist das, was ich ganz besonders Wert drauf lege. Sehr gut, sehr gut. Genau. Mal ganz kurz für die Community. Wo wir uns denn hier befinden, Friedebach, 10 Kilometer bis Seifen. Bis Seifen, genau. Reichenberg, Bienenmühle, so dort im... Blockhausen ist nie weit. Ja. Na, Blockhausen. Also eine wunderbare Antwort hatte ich. Ich kenne die Region von früher halt noch, von Paparazzi-Zeiten. Genau. Da waren wir ja auch das ein oder andere Mal hier oben zu einem Skiköring. Der Robert lächelt.
Mega Erinnerung. Entschuldigung. Genau. Gut, dann lass uns einfach mal beginnen. Natürlich seht ihr auch den Warenkorb, was wir hier noch haben. Das heißt, geht auch ein bisschen in den Herbst. Draußen werden wir dann im Kessel einen schönen Lamm-Bohnen-Kessel kochen, halt schön über offenem Feuer. Und ich denke mal, das wird mega harmonieren mit dem Brot natürlich zusammen. Keine Frage. Gut, Anke, wie fangen wir an? Du hast einen Plan. Ich würde sagen, ich zeige dir erstmal meinen Brotteig, wie ich den zusammenrühre. Alle Zutaten stehen bereit. Wasser ist vorgewärmt. Machen wir noch mal kurz. Geben wir noch eine kleine Husche dazu. Tür hat aufgestanden die ganze Zeit. Es könnte ein bisschen wärmer sein, aber deswegen machen wir das Wasser jetzt ein bisschen warm. Genau. Also hier drin ist natürlich warm, ne? Draußen genau. Ist es schon recht draußen frisch. Draußen ist frisch heute. Ne? Ist Herbst. Deswegen halte ich ein bisschen mehr Bekleidung an heute. Und ich nicht. So. Also, wir legen los. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Hier ist ein Roggenmehl drin, hier ist ein Dinkelmehl drin. Bei mir gibt es alles, wenn dann ein helles Mehl mit Dinkelmehl. Also bei mir gibt es kein Weizen, deswegen Dinkelmehl. Einfach von der Verträglichkeit her für mich besser und vielleicht auch für viele andere. Im Allgemeinen ist Weizen halt schon, steht ein bisschen in der... Ja, Kritik halt, ja, ne? Der aber, herkömmliche Weizen. Man kann trotzdem, denke ich, einen guten Weizen erhalten, wenn man wirklich auf Bioqualität achtet. Und richtig. Das Problem ist die Überzüchtung und ja, ich vertrage es einfach nicht. Deswegen. Und die Unverträglichkeiten, die häufen sich ja heutzutage. Auf jeden Fall. Das wird ja immer mehr. Und, man muss schauen. Man muss auf seinen Körper hören, was man verträgt und deswegen, ja. Bei mir ist der Weizen abgewählt, aber das heißt nie, dass es für alle so ist. Ne? Also der eine oder andere verträgt es trotzdem. Und jetzt kommt super. Das Heilmittel, das Wundermittel. Jetzt kommt das Wundermittel, genau, die Brennnesselsamen. Also Brennnesselsamen sind wahnsinnig mineralstoffreich, haben auch Vitamine mit drin. Die gehen natürlich beim Backen, werden die das nie ganz überleben, aber die kann man wirklich sich den ganzen Winter über in die Kartoffelsuppe mit reinmachen, aufs Butterbrot streuen, ins Müsli, in den Brotteig zum Beispiel und ja, viele andere Sachen, was einem noch so einfällt. Müsli-Riegel mache ich damit zum Beispiel. Ja, und ist ein tolles Mittel. Ist, wie gesagt, für Männer und Frauen besonders gut geeignet, weil es auch hormonaktiv Robert. Arbeiten kann. Ne? Mehr davon. Also, gib ihm mehr davon. Immer ein bisschen mit verstecken im Brotteig und ihr werdet sehen, vielleicht wirkt es irgendwann. No? Du hast ein unheimliches Wissen, Produktwissen quasi, was über um das Backen betrifft, überhaupt Naturheilkunde in der Hinsicht. Ja. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Ja. Also ich habe vor uns gelesen noch, oder ich weiß es im Prinzip schon vorher, wusste es vorher schon, dass Anke auch Ernährungsberaterin ist. Genau, genau. Zertifizierte Ernährungsberaterin. Ja. Und du natürlich hier vor Ort auch, ich sage jetzt mal, Backkurse gibst, wo du wahrscheinlich dein Wissen auch den anderen weitergibst. Auf jeden Fall. Also ich bin Ernährungsberaterin in dem Sinn, dass ich mein Wissen wirklich in Kursen weitergebe, in Backkursen, in Ernährungskursen, in verschiedener Art und Weise. Und... ja, und da gebe ich quasi die Tipps und Anregungen immer im Kurs dann weiter. Ne? Und in dem Moment bildet man sich natürlich auch regelmäßig weiter. Und wir haben es natürlich ganz besonders die natürlichen Lebensmittel angetan, die regionalen Produkte und was man alles damit machen kann und wie wir unsere Gesundheit damit natürlich, wie wir die unterstützen können. Richtig. Ne? Ohne irgendwelche Medikamente jetzt zu nehmen. Ne? Weil ich sag mal so, das, was du deinem Körper natürlich zugibst, ne, sollte natürlich auch von einer gewissen Reinheit und auch Qualität halt sein. Das heißt dann nicht umsonst, du bist, was du isst. So sieht's aus, genau. So. Genau, du hast jetzt in der Zwischenzeit hier, ich habe hier alle noch Ingredienzien dazu genau, gegeben. Meinen Sauerteig dazu gegeben, den habe ich gestern schon angesetzt, quasi vor 18 Stunden ungefähr. Der muss wirklich jetzt durchziehen. Das ist ein Roggenmehl, frisch gemahlen mit meiner Mühle, die ich hier oben stehen habe. Und
Das ist das Schöne an den Broten, die ich backe. Die dürfen wirklich sich Zeit nehmen, werden dadurch natürlich auch viel verträglicher und schmecken natürlich auch noch mal ein ganzes Stück anders wie ein Brot, was so auf die Schnelle hergestellt wurde, ne? Und ja, das ist das Geheimnis. Also bei mir geht das nie zack, zack, sondern es muss wirklich viel Zeit sich genommen werden und Muße und Liebe muss ins Brot mit reingebacken Wie werden, überall, genau. weil du weißt es vom Kochen, Kai, ne? Wenn das nie dabei ist, dann ist das Dann wird es nichts. Ergebnis, dann wird Oder da es wird es nicht nichts, gut, sagen wir dann es wird mal es nicht so. gut, genau. Und das hat man beim Brot wie beim Kochen Genau. genauso, dann als Ergebnis. Ja, meine Kartoffeln sind auch schon mit dabei. Da hast du ganz einfach Kartoffeln als Pellkartoffel Als gekocht Pellkartoffeln gekocht und und durchgedrückt. dann ein bisschen mit der Gabel zerdrückt. Also es Okay. darf noch Kartoffel gesehen werden. Ne? Okay. Und die Kartoffeln sind auch noch mit dabei, weil die bringen noch eine gewisse Feuchtigkeit in den Teig rein, weil der Dinkel, der neigt immer ein bisschen gerne zum Trockenbacken. Ja, also überall, wo Dinkel verarbeitet wird, muss ein bisschen was rein, was Feuchtigkeit reinbringt. In dem Fall sind es hier die Kartoffeln. Ja. Jetzt kommt ein warmes Wasser dazu. Das hast du auch temperiert Das vorher, habe ich ne? temperiert, so auf 40 Grad ungefähr, weil alles, was mit Sauerteig hergestellt wird, mag es kuschelig. Ne? Und deswegen wird das schön temperiert. Das ist dann auch, das braucht auch immer die Temperatur, um dass der Sauerteig schön hochgeht, ne? Dass Genau, sie ich sich noch ein tue bisschen kuscheln können. parallel Und bei dir nebenher geht es ja auch schon los, genau, ich sehe für schon. unseren Lammbohnentopf hier Sachen vorbereiten. Also ich habe jetzt einfach nur Zwiebeln geschält, Knoblauch geschält, die gewürfelt, um erstmal den Ansatz zu machen. Vom Lamm her habe ich hier zwei Lammhüften dabei. Und die werden wir jetzt auch würfeln. Also wir bereiten uns im Prinzip für unseren Bohnen-Lammtopf so alle Zutaten, Lebensmittel jetzt hier in der Hinsicht vor, dass wir dann draußen im Kessel über dem Feuer unser lecker heißes Gericht zubereiten können. Ne? Bin ich echt gespannt, weil Lamm ist schon auch was Besonderes. Ne? Bei uns gibt es ja eher Wild. Bei uns gibt es im Moment kein Lamm mehr. Die Schafe haben wir abgeschafft. Okay. Ist keiner mehr da, der sich kümmern kann. Aber ich habe das in guter Erinnerung. Von ganz früher her, nee, da gab es immer Havel. Hammel, genau. Und das mochte ich überhaupt nie. Deswegen, aber so ein frisches Lamm, das kann man gut essen. Und wenn es richtig gut gewürzt ist und angebraten, Richtig. lecker. Und schön Knoblauch muss mit rein. Habe ich dabei, ich habe Genau. Rosmarin dabei, ich habe auch Bohnenkraut dabei, dann die grünen Bohnen, Tomaten, Kartoffeln, bisschen Zitrone für die Frische, kommt dann ein bisschen Abrieb noch dazu. Und ja, das war es dann schon. Mehr braucht dann eigentlich der Bohnentopf Mehr nicht. brauchst Gewürze nicht. natürlich, klar, Bergkernsalz, schwarzes Gold darf nie fehlen. Und bei dir sieht es ja auch sensationell aus Bei mir hier. sieht es schon sensationell aus. Ich habe noch mal ein bisschen Wasser dazugegeben, weil so ein Brotteig, der darf ruhig richtig schön saftig sein, sollte nicht zu trocken sein, weil sonst unser Brot zu trocken wird. Deswegen gibt es im Brotteig immer gut Wasser rein, gut Flüssigkeit rein. Könnte natürlich genauso gut Buttermilch sein oder ein Bier, gibt auch schönes Bierbrot. Egal, aber es muss ein schöner, saftiger Teig werden. Ein ganz kleines bisschen noch. Genau, ansonsten war es ja auch eine entspannte Anreise heute hierher. Wie gesagt, von Wilsdruf bei Edeka Müller haben wir ja noch mal kurz gebremst, um noch die Lebensmittel halt hier zu organisieren. Und dann fährt man ja wirklich schön durch den Thorander Wald, Bobritsch vorbei. Wie bin ich dann Genau. weitergefahren?
Frauenstein, also habe ich links neben mir liegen lassen. Sicherlich, genau. Burgersdorf, Dittersbach. Dittersbach, richtig. Klausnitz. Und dann bist du schon in Friedebach. Genau. Also das müssen wir im Winter auf jeden Fall irgendwie nochmal wiederholen. Ja. Die ganze Nummer, weil wir haben natürlich draußen vor uns gerade bei deiner Begehung gesehen, was du outdoor noch für einen herrlichen Ofen besitzt. Genau. Gibt noch einen schönen Holzbackofen. Der natürlich einladen würde für ganz wilde Geschichten. Der Robert, der wollte eigentlich mal so kurz die Verhältnisse checken, ne? Wie viel Platz da drin ist. Aber ihr kennt ja Robert, ne? Robert ist ja nicht der große Kameramann, sondern eher der feine und schlanke. Ne? Zarte. Der Zarte. Der Zarte, der Dünne. Aber nichtsdestotrotz, der Robert, der isst auch immer. Ne? Also wenn einer denkt hier, Mensch, Rizzo, gib dem doch mal was zu essen, was Anständiges. Also der Robert, der isst wie ein Scheunendrescher. Ne? Aber trotzdem hat er halt eine Figur wie eine Bohne. Ja. Wenigstens kein Lauch. Genau, wenigstens kein Lauch, richtig. Mein Brotteig kommt jetzt erstmal in die Ruhe. In die erste Ruhephase und steht jetzt eine Dreiviertelstunde und wird dann geformt von mir und dem Kai. Ah, herrlich, da freue ich mich ja jetzt schon drauf, weil jeder Teig, ne? Ja, das machen wir dann, das werdet ihr schon sehen. So, ich stelle mal hier meinen Wecker, damit wir dann sehen, dass wir es nie verpassen. Du kannst, wenn du magst, die Tomaten schneiden. Dann wasche ich nämlich. Ein Schneidbrett, oder? Genau, dann wasche ich nämlich mal hier flugs die Kartoffeln. So. Das hier? Kannst du gern nehmen. Jetzt schaue ich mal, wie ein scharfes Messer funktioniert. Oh, Wahnsinn. Na, an der Tomate erkennt man immer die Schärfe eines Messers. Ja. Ich glaube, die Messer musst du dann bei mir lassen. Vierteln, Dritteln, würfeln am besten, wenn es geht. Also jetzt immer genau. So. Jawohl, perfekt. Und so. Okay. Die sind echt toll, die Messer. Gut, Anke. Ansonsten, momentan geht ja wirklich nie viel zu machen bei dir, ja, was Brotbackkurse betrifft. Leider, ja. Ein bisschen so der Situation geschuldet. Genau. Aber du bietest ja wirklich auch Brotbackkurse in verschiedensten Varianten an. Ja. Ne? Ja. Das heißt? Vom Anfänger bis zum anspruchsvollen Baguette-Kurs ist da alles dabei. Wobei, da erinnere ich mich gerade, Kai, du wolltest den auch mal machen. Ich wollte den mal machen, genau. Wie viele Jahre schleppen wir das schon vor uns her? Und es hat noch nie geklappt. Es hat noch nicht funktioniert. Aber ja, Terminfindung ist halt immer dieses Thema. Genau. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nee. Und heute kannst du ja das erste Mal verkosten, das Baguette. Und ich denke, dann dauert es nicht mehr so lang. Genau. Tomaten kannst, mit hier rein? Du kannst die hier an die Seite machen, genau. Wichtig jetzt, Messerrücken nehmen. Genau, weil dann bleibt nämlich das Messer auch länger scharf. Okay. Und dann, wenn du Tomaten geschnitten hast, also gerade auch bei mit Säuren hantierst, ne? Wieder abspülen. Nur kalt abspülen das Messer halt, ne? Ja. Weil der Stahl ist in der Hinsicht dort anfällig. Aber dazu gibt es bestimmt demnächst mal noch mehr, weil Rizzo natürlich in der Hinsicht immer auf der Suche ist nach neuen Ideen, Herstellern, Produzenten, wie auch immer. Und da habe ich einen Messerfabrikanten gefunden, sage ich mal, der das wirklich noch als Handwerk zelebriert. Mhm. Ne? Und deswegen wird es demnächst mal was mit Messern geben. Oh, aber toll. Jetzt sind wir ja bei dir, Anke. Ja. Und du hast gesagt, Brote, Baguettes, also Brot in aller Form. Ja. Ich habe auch gesehen, mit Kunst bist du ja auch sehr aktiv. Das heißt auch beim Backen. Na, du hattest mal so ein herrliches Focaccia gebacken. Genau. Mit Blüten. Die gab es bei mir den ganzen Sommer über, also gefühlt 20, 30 Focaccias über den Sommer. Wir hatten Malkurse im Freien. Kleine Würfel, ungefähr so Daumennagelgröße. Ja.
Ja, wir hatten Kunstkurse im Freien, weil auch der Situation geschuldet. Das war so das Einzige, was ich anbieten konnte. Und das war super gut angekommen. Und ja, und da gab es immer eine schöne Focaccia, schönes sommerliches Getränk dazu. Und genau, und in dem Moment kann ich mein Wissen aus der Kunst mit weitergeben, weil das bin ich ursprünglich. Ich bin ursprünglich Künstlerin und bin jetzt auch froh, dass ich das wieder mehr beleben konnte in der Zeit. Also mir war auf keinen Fall langweilig die letzten Monate. Ich habe mich wieder mehr der Kunst gewidmet. Bei mir heißt es nicht brotlose Kunst, sondern brotreiche Kunst, weil brotlos ist ja blöd, ne? Und jeder, der von mir auch eine Kunst erwirbt, der kriegt natürlich dann auch immer noch ein schönes Brot mit dazu. Immer ein bisschen individuell angepasst an das Thema vom Bild. Und ja, ich habe gedacht, brotreiche Kunst, besser kann es nie gehen. So, hier, mega. Also alle Vorbereitungsarbeiten jetzt für den Lammtopf sind jetzt getätigt. Und dann werden wir jetzt natürlich gleich mal den Ansatz dazu machen. Also, ihr Lieben, das Wasser für die Kartoffeln hier, also quasi die gewürfelten Kartoffeln, was ich hier bereitgestellt habe, das Wasser, da tun wir die Kartoffeln gleich rein, weil dort wird sich die Stärke ein bisschen lösen von der Kartoffel. Und den Stärkeanteil, der sich hier in dem Wasser dann absetzt unten, den nehmen wir gleich mit zur Bindung unseres, ja, ich sage jetzt auch mal Eintopfs dazu. Eintopf, ne? Genau, Kesselgulasch. Und jetzt kommt ja wieder die Zeit, draußen ist kalt, regnerisch. Und was mag man da am liebsten? Eine Tasse Tee, zum Trinken auf jeden Fall. Aber so als Speisen in der Hinsicht, so ein richtig schönen Eintopf. Mega. Und dazu ein gescheites Brot, was will man mehr? Genau. Möchten wir jetzt ratzifatzi hintereinander wegmachen? Naja, ist schon Jahre nicht schlecht. Das filmt schon? Nee. Wollten hin. Jetzt gerne. Ach so. Na klar. Hey, na, man lernt nie aus. So? Hüpp. Die werden nicht damit gebacken. Das denken aber viele. Das denken viele. Aber die Gärschalen sind wirklich nur... Was sind die gemacht? Das ist Holzschliffformen sind das. Okay. Das ist so eine Art, kennst du das sicher, Pappmaché so in der Art. Ja, das ist ganz leicht. Genau, mit Holzspäne und verschiedene Bindemittel. Aber alles in natürlicher Art und Weise ist hier drin. Und die lassen sich, wenn man mal keine Lust mehr hat auf Brotbacken, sogar kompostieren. Und ja, ist eine coole Sache. Die wurden hier sogar in der Nähe mal hergestellt, ne? In Lichtenberg unten. Wie lange dauert das Brot jetzt? Circa? 35 Minuten habe ich eingestellt jetzt. Okay, 35 Minuten. So schnell werden wir natürlich hier mit unserem Kessel nicht fertig werden. Wir nehmen uns jetzt hier ein schönes Öl. Ich muss ja dann noch ein bisschen abkühlen. Das ist ein Rapsöl in der Hinsicht. Nehmen Zwiebel, warte mal, ich Knoblauch. Ein Glöckchen drüber und dann nehme ich dir was mit. Genau, da können wir das eigentlich soweit alles mit. So. Palim, palim, palim. Nehmen wir uns mal hier die Bank noch mit daher, oder? Genau. Schön so, als kleine. Genau. So, Feuerchen brennt. Ne? Robert, bei dir auch, oder? Mhm. Also, Kessel drauf. Kessel drauf und dann brauchen wir natürlich am Anfang erstmal ein bisschen Öl und dann geht es weiter mit der Zwiebelschüssel. Schwitzen wir als erstes. Das kannst du auch gerne übernehmen, ne, Anke? Das Rühren? Darf ich? Ja, okay. Rein damit, genau. Schüssel nehme ich dir wieder ab. Oh, schön warm hier. Na, der macht gleich richtig Alarm hier. Genau. Jetzt schwitzen wir im Prinzip hier die Zwiebelwürfel schön glasig an. Also wir wollen es ja in dem
Fall jetzt nicht anbraten, sondern wirklich nur glasig anschwitzen. Wie machst du das draußen mit deinem Holzofen? Musst du das selber auch anfeuern mit Holz oder wie läuft das? Ja, der muss bis zu 6 Stunden vorher muss der angeheizt werden. Na, der brennt dann so weit durch, da bleibt am Ende wirklich nur noch ein kleines Häufchen Asche übrig. Ja. Und ja, da muss einfach gut durchgeheizt sein. Und das ist das Schwierige am Holzbackofen, da dann immer die passende Temperatur zu treffen, wenn ich meinen Brotteig quasi fertig habe. Und deswegen ist der so ein bisschen ins Hintertreffen jetzt gekommen, zugunsten meines elektrischen Schamottofens. Ja. Also mal so einfach, wie man sich's vorstellt, ist es natürlich nicht mit Holz halt auch zu kochen halt, ne? Genau. Und unsere Vorfahren, die haben das noch gemacht. Ja. Ne? Und warum soll man das nicht wieder aufleben lassen halt? Ist auf jeden Fall eine schöne, urige Sache und ich denke, die Saison, die geht jetzt richtig los. Richtig. Mit Feuerkochen, ne? So, jetzt gibt's das Fleisch dazu. Jetzt kommen wir hier das Lamm dazu. Ja. Wenn du den was zum Festhalten brauchst oder so. Nee. Es geht noch. Gab noch keinen Alkohol heute früh. Okay. Aber es qualmt ganz schön und brennt in den Augen. Ja. Wenn du eine Ablösung brauchst, bin das gewöhnt. Gibst du mir ein Zeichen, ne? Wir machen auch viel Feuer. Ich liebe das. Und ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt schwitzt man das ebenfalls halt mit ein bisschen an, ne? Und hier auch wieder der Teil, wie sonst immer bei den ungarischen Gulaschen, die man ansetzt, oder das Pürkelt an sich, ist immer annähernd Zwiebel und Fleisch 1:1 halt, ne? Ganz einfach wirklich die Zwiebel dafür sorgt, dass man eine schöne sämige Soße halt auch hinbekommt, ne? Genau. Und als Eintopf soll es ja nicht so sehr flüssig sein, sondern soll halt wirklich eine schöne dicke Geschichte sein, ne? Genau, jetzt geben wir hier dazu, und zwar die Tomaten. Mhm. Na, wenn dort eine Bohne mit reinrutscht, dann ist das halt so. So. Wenn die Tomatensaison vorbei ist, würdest du dann Tomatenmark reingeben hier oder wie machst du es da? Dann darfst du gern auch Tomaten aus der Dose nehmen. Aha, okay. Ja, weil Tomaten aus der Dose ist in der Hinsicht nichts Schlimmes. Ja. Das ist wie tiefgefrorenes Gemüse. Genau. Weil das im Prinzip genau in der Zeit geerntet wird, wenn es reif ist. Ne? Tränende Augen. Und dann natürlich auch sofort konserviert und verarbeitet wird. Ja. Aber natürlich hat eine Tomate in der Saison natürlich mehr Power, keine Frage. Auf jeden Fall. Ne? Aber die Saison ist ja jetzt quasi schon fast vorbei. Fast durch, ne? Und so, müssen wir noch ein bisschen was anlegen? Es wird dann noch Zeit auf jeden Fall, wenn wir die Flüssigkeit halt zugeben. Ne? Aber jetzt lässt erstmal schön die Tomate ihren Saft. Genau. Und somit kann das so langsam vor sich hin dünsten halt, ne? In der Zeit können wir schon ein bisschen Salz zugeben. Da habe ich hier wieder das gute Bergkernsalz. Schön mit eingeschlossenen Mineralien hier. Na, halt kein filtriertes Salz. Ganz, halt, ne? Ganz wichtig. So, da können wir auch immer ruhig reichlich nehmen. Na, es kommt dann noch die Bohne dazu. Oh, alter Schwede, was ist los jetzt hier? So traurig heute. Nee, stimmt. Vor uns war so viel Wind, ne? Ja. Und jetzt sammelt sich das quasi hier unterm Dach. Ja. Sehr gut. Jetzt geben wir natürlich auch noch ein bisschen schwarzes Gold dazu. Das heißt, hier wieder die gute Pfeffermischung. Das sieht ja echt interessant aus. Als hättest du Kaffeebohnen gemahlen. So dunkel, so. Boah. Und da bringt doch keine Schärfe in der Hinsicht mit, sondern eher das Aroma halt. Ja. Ne? Drei verschiedene Pfeffersorten. Der bengalische Langschwanzpfeffer, der Telicherry-Pfeffer und der Kubebenpfeffer. Ne?
Also, Leute, wenn ihr den Lammtopf mal nachkochen wollt und natürlich auch das Brot backen wollt, dann nächste Woche ist es dann im Prinzip online, ne? Genau. Auf YouTube. Also Brot backen ist natürlich dann immer noch mal besser, wenn man zu mir in den Kurs kommt. Richtig, das unbedingt. Na? Also wenn bei Anke wieder hier Feuer freigeschossen wird, wenn es wieder losgeht, dann unbedingt. Also die Location hier auf jeden Fall vielleicht mal mit einem Wochenende verbinden. Du tust ja die Kurse auch samstags mal anbieten, habe ich gesehen, ne? Vormittags. Ab und zu auf jeden Fall, aber es gibt auch in der Woche, ne? Weil ich muss ja so viele Kurse jetzt nachholen und da werden sicher auch wieder Kurse in der Woche zum Nachmittag bis zum Abend stattfinden müssen, weil die Wochenenden sind begrenzt. Genau. No? Aber man könnte ja tatsächlich das Wochenende hier schön im Erzgebirge verlängert verbinden. Das Wochenende, genau. No? Also sensationell. Anke-griesbach.de, ne? Genau. Gut. Jetzt werden wir gleich noch ein bisschen paprizieren. Das heißt, einfach Paprikapulver, Edelsüßes in der Hinsicht, hier mit zugeben. Ein bisschen anstäuben und dort ist wichtig, dass man natürlich auch den Paprika Hitze aussetzen, also in dem Fall auch ein bisschen anschwitzen halt, damit er sein Aroma auch vollkommen entfalten kann. Ne? Der Robert, der nickt schon wieder mit dem Kopf, weil das hört er nicht zum ersten Mal. Genau, mega. So, jetzt lassen wir das so ein bisschen vor sich hin blubbern. In etwas Flüssigkeit nehmen wir hier von dem Kartoffelwasser, geben wir hier mit zu. Und kochen uns erstmal wie so ein Gulasch-Ansatz. Ja. Ne? Und verlängern den dann im Endeffekt mit dem Kartoffelwasser. Ja. Man kann auch gerne eine Brühe dazu hernehmen. Ja. Und kocht im Prinzip dann die Kartoffeln und die Bohne halt nur noch mit ein. Wie ist das? Du gibst jetzt das kalte Wasser dazu. Ich habe mal gehört, dass man zum angegarten Fleisch das Wasser immer gut vorheizen soll. Sonst würde das Fleisch eventuell zäh werden. Was sagst du dazu als... Das wäre mir jetzt wirklich neu in der Hinsicht. Echt? Ne? Ich sag mal so, wenn wir in der Wildnis draußen kochen, also ich möchte jetzt Friedebach nicht als Wildnis bezeichnen, um Gottes Willen, aber ich sag mal so, die haben ja früher trotzdem ihr Wasser halt in der Hinsicht noch vorgewärmt dafür. Ja. Ne? Ich kann es so aus meiner Erfahrung her nie bestätigen. Okay. Ne? Also ich kann ich mal, mir auch das Anwärmen vom Rotwein das nächste Mal sparen. Ne, lieber trinken. Ja. Außerdem. Also musst du nicht machen. Okay. Wenn der auf Zimmertemperatur ist, der soll jetzt nicht Kühlschrank kalt sein, ne? Das ist schon klar. Aber jetzt so, dass du das unbedingt vorher nochmal, ich sag jetzt mal, aufkochen musst oder kochen musst, dann das darfst du nicht machen. So, jetzt legen wir jetzt schon noch ein bisschen was nach, weil wir brauchen jetzt natürlich hier eine gewisse Power. So, das kann jetzt hier im Prinzip vor sich her schnurcheln in der Zwischenzeit. Wann gibst du die Kartoffeln dazu? Die Kartoffeln an sich, so wie wir sie hier geschnitten haben, Viertelstunde sind die fertig. Okay. Das Lamm, dem würde ich jetzt mal ganz einfach eine halbe Stunde geben. Mhm. Ne? Eine halbe Stunde vor sich hin köcheln lassen. Und die Bohnen, ja, da weißt du selber, die brauchen vielleicht 5-7 Minuten maximal. Ja, ja. Ne? Gut. Läuft. Jetzt machen wir noch eine schöne Eierschecke, aber nicht die Dresdner. Da gibt es noch eine andere Spezialität. Eine legendäre. Die dürfen wir aus Gründen nicht mehr so nennen. Aber ich habe damals halt zum Wettbewerb einen dritten Platz belegt und die backen wir jetzt. Und das gibt es heute so schön als Dessert, so schön lauer. Oh, lecker. No? Und da würde ich sagen... Da hast du schon einen Teig vorbereitet. Ich habe schon einen Teig vorbereitet. Also bei mir darf ja alles wirklich länger stehen und länger reifen. Und der hat schon jetzt über Nacht im Kühlschrank gestanden. Ist ein Hefeteig. Hat noch ein paar spezielle Noten mit drin. Das gibt es dann alles natürlich immer bei mir im Kurs zu erfahren. Und... ist aber alles natürlich, also ist eine gute Basis für unsere Eierschecke, für meine Eierschecke. Ne? Ankes Eierschecke. Ankes Eierschecke. Und ihr Lieben, sagen wir gleich am Anfang dazu, das Rezept werdet ihr dann vergeblich suchen. Ne? Das Rezept gibt es dann, wie gesagt, nur bei der Anke hier im Backkurs. Wenn, ne? Wenn die Kurse wieder stattfinden, Richtig. Dann geht es wieder los. So, was darf ich denn hier machen? Ich sehe schon hier einen Schneebesen, der steht bei mir. Genau, Schneebesen.
geht los. Da gehen hier die Eier rein. Also ist eine ganz simple Masse. Kannst du mal hier, dass auch nichts verloren geht. Genau. Oh, jetzt kommt schon die Disziplin. Ich ahne es schon. Jetzt kommt der Zucker rein. Bei mir immer deutlich weniger wie im ursprünglich Originalrezept. Du kriegst noch einen ganz kleinen Schluck warmes Wasser dazu, dann macht es sich leichter. Und du schlägst jetzt so schön auf, dass es eine schöne helle Masse wird. Kai, ich glaube, du kennst das und du bringst das. Ja, und ich kenne doch dieses Geräusch und die Leute da draußen, die kennen es auch. Obwohl jetzt nicht mehr die Zeit ist dafür, ne? Um eine Hollandaise aufzuschlagen, eher vielleicht eine Bernaise, wenn man das möchte. Aber ansonsten kann man das ruhig immer mit der Hand machen. Ne? Genau. Meine Trainingseinheit für die Oberarme morgen, ne, die kann man uns sparen. Ah, du gehst wieder ins Fitnessstudio. Nein, nicht ins Fitnessstudio, ich gehe hier zum Mike, zum Coaching. Zum Personal. Ja, genau. Training, ja. Und der bringt mich da wieder so in eine ansprechende Form. Okay. Ja? Unser Brotteig. Und du kriegst jetzt, ich habe ja hier schon den Teig jetzt vorbereitet. Bei also ich dir weiß, kommt, die muss auf jeden Fall loofsch sein. Ne? Die muss leicht loofsch sein. Loofsch aber sein, geil. Loofsch, geiles Wort. Loofsch. Aber ich mag sie nicht ganz so. Also bei mir darf sie ein Stück fester sein und sie darf nie vom Teller rutschen. Also okay. Ich mag das nicht ganz so. Ich finde das dann manchmal so leicht unästhetisch, wenn man den Kuchen so aufschneidet und es läuft schon alles davon. Bei mir darfst du ein Stück länger backen. Ja. So, und ich gieße dir jetzt so schluckweise die flüssige Butter noch, ne? Und du rührst nur. Die hast du temperiert, wie ich sehe. Ja. Ist nicht ganz heiß. Also es ist auf keinen Fall kalorienfrei, der Kuchen. Nö, na, das sehe ich fällt schon aus. Aber die Dosis macht das Gift, ne? Genau. Aber ne, hat Ähnlichkeiten zur Hollandaise. Ja. Nur, dass es hier quasi ohne Wasserbad aufschlägt. Richtig. Und halt eher die süße Variante, ne? Genau. So, und nun? Kommen die Mandeln noch mit rein, ne? Die kommen oben drüber dann. Und nun? Und manchmal kommen Rosinen auch noch mit rein. Aber ich habe die rosinenfreie Variante gewählt, da ich ganz viele Leute kenne, die mögen keine Rosinen. Und ich glaube, von denen habe ich damals auch die Pluspunkte mitbekommen. Okay. Na? Also da hast du sie selbst bei dem Wettkampf, also das Wettkampf, bei dem, wie sagt man dazu? Wettbewerb, genau. Hast du ganz bewusst die Rosinen schon weggelassen? Genau. Also ich habe das schon immer ohne Rosinen gemacht und deswegen auch an dem Tag ohne Rosinen. Es gibt zwei Varianten, ne? Also, aber ich glaube, die O-Variante hat Rosinen mit drin. Ja gut, ob man die früher immer so gehabt hat, weiß ich nicht. So, jetzt haben wir die Mandeln hier drauf verteilt und jetzt geht es gleich in den Ofen. Ich schau mal noch, ein Stück kann er noch vorheizen. Genau, in der Zwischenzeit gucke ich mal nach dem Holz, nach dem Feuer draußen. Genau, und dann müssen wir auch mal nach dem Brot schauen und hier der Robert, der kann noch die Schüssel auslecken. Robert, wir schauen, ob unser Brot also aussehen raus. Genial. Wir schauen mal. Warte. Hörst du was? Klar, ich höre es. Hat es gerufen? Ja. Oder? Was sagt die? Ich würde sagen. Was hat der Profi? Es darf raus. Es darf raus? Es darf raus. Wir können ja in zwei hier so liegen lassen. Für die. Und die anderen tun wir hinten drauf. So. Kai, unser Brotteig hat sich gemeldet. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert ist.
Also die erste Garzeit hat er jetzt durch. Und du siehst hier so ganz leicht sind hier schon kleine Bläschen drin. Ne? Ja? Was ist da Bläschen? Bläschen, kleine Bläschen. Ganz, ganz kleine ganz Bläschen. Ganz zart. Ne? Das hat der Sauerteig bewirkt. So, und wir wollen jetzt unser Brot quasi in die Form bringen. Und da habe ich hier nochmal unsere schönen Brotformen. Genau. Die Gärkörbchen. Und die bemehlen wir jetzt erstmal, weil wenn du die nicht bemehlst, bleibt alles drin kleben. Und dieses Mehl bewirkt auch, dass die Brote so ein schönes, rustikales Muster dann bekommen. Ne? Diese schöne bemehlte Oberfläche. Jetzt so wie ihr es da drüben seht. Ne? Genau, also. Genau. Ne? Das sind quasi dann die schönen rustikalen Brote. So, und jetzt zeige ich dir einmal, wie man das macht. Genau. Wir teilen den Teig. Ich bin jetzt Schüler. Genau. Wir teilen den Teig in zwei Portionen. Machen wir Pi mal Daumen. Genau. Kannst du nur im privaten Bereich machen. In der Bäckerei muss es natürlich abgewogen werden. Ne? So. Also ich habe den Teig jetzt auf eine schöne bemehlte Fläche gegeben. Am besten macht sich da wirklich immer Holz. Und jetzt schlage ich den so ganz leicht von außen nach innen. Aber wirklich nur leicht. Du siehst, das ist auch ein schöner, geschmeidiger Teig. Der kann nie viel Kraft vertragen. Mhm. Und jetzt kommt er einfach hier. Das nennt sich der Schluss ja. beim Brot. Der reißt dann so schön rustikal auf. Und der kommt in dem Moment, wenn ich ihn wieder nach oben haben will beim Backen, kommt genau. er jetzt nach unten. Nach unten. Na, und das hier, das lassen wir schön so. Also hier wird jetzt nie noch was reingedrückt oder so. Ich sage immer, das verwächst sich okay. in der nächsten Gehzeit. Na, da steht dann nochmal eine Stunde, bevor er wieder in den Ofen kommt. So Kai, und jetzt darfst auch gerne hier genau, nochmal ein kleines bisschen ne? So. Und jetzt wirklich so von außen nach innen mit leichten Händen. Ne? Du weißt, Teig muss man ganz zart behandeln. Ja, das musst du machen wie mit einer Frau. Ne? Ja, und wenn das jetzt kleben sollte, dann gehst du hier nochmal so ein bisschen unten drunter. Dann. Muss ich denn hier oben noch ein bisschen bemehlen? Nee, das machst du, indem du den Teig so weit einschlägst. Genau. Ah, du siehst, so einfach ist das gar nicht, ne? Das ist nicht einfach. Das deswegen, sieht manchmal einfacher aus, wie es ja, ist. Ja, deswegen sind Brotbackkurse angebracht. Das ist wirklich so. Das bestätigen mir meine Teilnehmer runter, ne? immer wieder. Tja, ja, Kai. Ich glaube, Zeit, oder? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das nochmal intensiv üben. Schaut aber du her. Wirst sehen, nach dem Backen sieht man das nicht mehr. Sieht ne? man das nicht mehr. So. Genau. Komm her, meine Gute. So. Das ist natürlich unten nicht glatt. Du weißt, es verwächst sich. So, und jetzt? Okay. Alles gut. Jetzt gehen wir hier noch ganz kleines bisschen Mehl drüber, dass die Oberfläche nie austrocknet. Ne? Hier ist es schon. Und jetzt kommt das Zeichen. Und jetzt? Schau nach draußen. Sonne scheint. Die Sonne scheint. Wie bestellt. Und ich würde sagen, jetzt haben wir kurz Zeit, uns an den Kessel zu setzen. Sehr gut. Tipptopp. Also, Brot, eine Stunde und dann in den Ofen. Robert, schau, so sehen Hände aus, ne? Die was gemacht haben. Zeig mal deine. Also ich habe jetzt nicht zu voll gemacht. Ne? So, ja? Geht das so, ja? Träumchen. Und? Na und jetzt? Ja, wirklich. Also, Anke, da haben wir jetzt auf jeden Fall uns die Pause verdient, denke ich mal. Auf jeden Fall. Brot gebacken. Mhm. Kuchen gebacken. Mhm. Kessel gekocht. Lecker Kessel. Mega informativ. War sehr, sehr schön bei dir. Oder ist sehr, sehr schön bei dir. Die Sonne hat rausgeguckt. Genau. Also, was will man mehr? Die kommt doch wieder. Und Robert ist auch mal mit dem Bild. Mega. Robert. Prost, vielen Dank. Also, wir haben zu danken. In Anke, schön Fall. Hier zu sein. Genau. Tschin, tschin. Ich freue mich.
Und das ist übrigens der Rotwein, den wir vergessen haben, da in den Lammtopf reinzugeben. Genau, den trinken wir jetzt lieber. Zum Wohle. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Jetzt mit allem, was wir heute getan haben. Das heißt, die Weingläser sind leer. Ne? Wir haben ein wunderbares, sensationelles Brot gebacken. Genau. Eine traumhafte Eierschecke, Ankes Eierschecke. Und wir haben einen wunderbaren Lamm-Bohnentopf gemacht. Also, was will das Herz heute hier im Gebirge mehr? Mehr Wein vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wir sind im Prinzip durch. Es war mir eine riesen Ehre, quasi heute bei dir sein zu dürfen. Und Fortsetzung folgt definitiv. Auf jeden Fall. Nicht nur zu einem Brotbackkurs, weil das haben wir direkt auf dem Schirm, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, kleine Weihnachtsfeier, wie auch immer, dann Anke anrufen oder über E-Mail anfragen. Da ist bestimmt irgendwas möglich. Und nur zu empfehlen. Anke, dir nochmal lieben Dank. Wir machen mal so hier. Ich danke dir. Und dass du und der Robert, ja, Robert, dir den Weg hierher gefunden haben und es war richtig cooler Tag. Absolut. In diesem Sinne, macht's gut, folgt uns, bei dir natürlich auch auf Instagram, genau, oder? Instagram, Facebook, Mählerei und mehr, Brotreiche Kunst, überall findet ihr mich. Genau, die Anke ist überall zu finden. Also in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, ciao, euer Rizzo, wir sind dann mal weg.